du die Markierung verfehlt. Das war mein Fehler. Es tut mir leid. Nein, war's nicht. Ich habe den Truck zu weit rübergezogen. Das nächste Mal kriegen wir es hin, Howie. Mag sein, aber nicht heute. Wir haben keine Zeit. Es muss weitergehen. Wir wiederholen es, wenn der Zeitplan es zulässt. Okay, meine Herren, Beleuchtungsprobe. Ich habe auf dich gewartet, aber ich habe gedacht, du landest im Truck. Witzig, sehr witzig. Wenigstens bist du gekommen, um zuzusehen. Ach, du weißt doch, worum es geht, Colt. Bring sie lebend zurück und du hast $5,000 mehr in deiner Pensionskasse. Ich hätte lieber $5,000 mehr in meiner Tasche. Wo muss ich sie suchen? Hinterm eisernen Vorhang? Sie ist im Gewahrsam der Polizei von Philadelphia. Was hat sie verbrochen? Ein Massenmord? Nein, nur Wirtschaftskriminalität, schwerer Diebstahl, Fälschung, ein paar Unterschlagungen, aber keine Gewalt. Der Flieger geht in 2 Stunden, bitte. Sie sieht nicht übel aus. Ich denke, ich sollte dich begleiten, Colt. 2 Männer haben das im Nu erledigt. Hey, was ist mit mir? Ich meine, gibt's da nicht eine Regel gegen männliche Begleitung eines weiblichen Gefangenen? Entschuldigt. Keiner von euch macht diesen Trip. Ihr müsst für mich im Studio einspringen. Dann fliegst du also? Reden wir. Dieses Mädchen, Colt, ist so süß und so sanft. Kommt sie!